So sehen sie aus, wenn sie im Einsatz sind. Die Pferde von Baptist Falter aus Poschitz-Ried. Doch bevor die Tiere für solch einen Festzug bereit sind, muss noch einiges vorbereitet werden. Wir treffen den Rosserer auf der Weide bei seinen Pferden. Die kommen aus Frankreich, aus der Normandie. Das ist eine Kaltblutrasse. Und die heißen Père Chéron. Falter hat zwar eine eigene kleine Zucht, die meisten seiner rund 20 Pferde kommen allerdings tatsächlich direkt aus Frankreich. Die werden von klein auf, also mit 2,5 Jahren werden sie ausgebildet und werden an Straßenverkehr und an so Sachen gewöhnt. Und dann gehen die erst einmal ein paar kleinere Feste, dass sie an die Blasmusik und an das ganze Theater da gewohnt werden. Und dann macht das Kalbenfest auch kein Problem mehr. Und da ist immer erfahren dabei bei einem Jungen und so kommen die da rein. Diese Ehre steht heuer den 6 Hengsten und Wallachen Udo, Bubi, Ursus, Attila, Sandro und Nico zu. Letzterer ist das Top-Pferd bei den Falters. Er lässt sich zum Beispiel problemlos mit dem Quad zum Stall bringen. Schon seit rund 40 Jahren fährt die Familie den Straubinger Auszug für die Schlossbrauerei Ehlbach. Dabei haben sie auch schon viel erlebt. Im Straubing nach dem Umzug haben wir mal einen verrückten Hengst dabei gehabt. Der hat den Deichselnagel unten, da war kein Splint drin, hat er rausgeschlagen, dass die ganze Deichsel am Boden war. Da wenn wir nicht so schnell gewesen wären, dann wäre noch was passiert auch. Bis zu 19,5 Tonnen können die 6-Spänner ziehen. Schon seit rund 40 Jahren fährt die Familie den Straubinger Auszug für die Schlossbrauerei Ehlbach. Dabei hat sie auch schon viel erlebt. Also Straubing ist natürlich abends der Auszug, das ist morgens. Und aber vom Publikum her, also Straubing ist Wahnsinn. Da sind die Leute noch viel begeisterter als in München. Und so viele Zuschauer, das ist unglaublich. Für das Putzen der 6 Geschirre sind 2 Mann einen Tag lang beschäftigt. Ja, das sind Messinggeschirre, die sind sehr pflegeintensiv. Also wenn ein paar Regentropfen draufkommen, dann laufen sie schon an. Und die muss man mit einer Spezialputzwatte werden die geputzt, dass sie auch schön glänzen. Am Tag davor und am Morgen des Auszugs müssen dann auch die Pferde zum Waschen. Anschließend wird alles eingepackt, also Pferde, Geschirr, 2, 3 Beifahrer zum Anschirren und dann geht's ab nach Straubing unter den neidischen Blicken der Pferdedamen.